Hi, ich bin Kevin. Ja, und das ist meine Familie. Sofern man das so nennen kann. Ist halt diese Integrationsgeschichte, in die sie uns reinzwängen. Kevin, erzähl uns doch mal, wie du dich infiziert hast. Es war eine Party. Sie war besoffen, ich war besoffen. Wir sind runter in den Hobbykeller gegangen und dann haben wir rumgeknutscht. Plötzlich war überall Blut und dann gingen die Lichter aus. Naja, ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um rauszufinden, was eigentlich los ist. Wir haben auf unserem Ausweis unser Infektionsalter stehen. Und das ist es dann halt. Wenn du mit 20 gebissen wirst, dann bleibst du auf dem Papier und vor dem Gesetz 20. Da ist noch dieses große V auf deinem Ausweis. Haben alle Infizierten. Damit sie uns besser beobachten können. Nicht, dass man euch, also deine Art, ein bisschen respektvoller behandeln sollte. Ach komm, Quatsch. So ein Quatsch. Meine Art. Das ist Anne Rice geschwafelt, das ist Hollywood-Gequatsche. Scheiß Hammers! Es ist eben nicht leicht, die Perle in der Scheiße zu finden, wenn man nach seiner natürlichen Begabung sucht, sagt mein Opa immer. Es machte Spaß, Linda beim Erzählen zuzuschauen. Jedes ihrer Worte sprach sie mit einer schlafwandlerischen Selbstsicherheit aus, dass ich die ganze Zeit nur neidisch nicken konnte. Wobei ich natürlich versuchte, mein Nicken zustimmend und nicht neidisch aussehen zu lassen. Bei den Gangbang habe ich einmal mitgemacht. War als Erfahrung nicht schlecht, aber nochmal würde ich es auch nicht machen. Mit all diesen Worten ließ sie mich allein in der tiefen Stille der Küche zurück und biss herzhaft in ihr Erdbeercroissant. Nach unendlichen 5 Sekunden erlöste mich dann endlich ihr Schlucken. Als sie nun so komplett vermummt vor mir dastand, erschien sie mir plötzlich viel jünger als eben noch in der Küche. Für einen Moment sahen wir uns schweigend an. Willst du vielleicht mein Telefon nehmen? Fragte Linda dann, wobei sie zum ersten Mal so etwas wie verlegen wirkte. Ja, gerne, sagte ich. Und zwar genau so lässig, wie ich es vorgehabt hatte. Rutsch mal. Leg dich in dein Bett. Ich habe ein Mädchen kennengelernt. Und? Hast du sie geküsst? Nee, Benno. Oh, ja. Morgen. Moin. Wollt ihr beiden jetzt länger in der Küche bleiben? Wieso? Hast du die Scheißküche reserviert? Falls ihr das vorhabt, wechsle ich ins Wohnzimmer. Musst du denn schon morgens Bier trinken? Ja. Hast du nichts zu tun? Nee. Ich hab mein ganzes Leben lang gerackert. Komm, Papa. Mal deine Zinssoldaten an. Stell das Bier weg und trink Saft. Könnt ihr ein bisschen leise sein? Ich will da was mitbekommen. Du musst morgens um 10 nicht Bier trinken. Geh dich einen Scheißdreck an. Was ist los? Was machst du denn jetzt? Musst du dir nicht neue Arbeit suchen? Ich leg mich ins Bett und guck fern. Ich muss um 3 zum Arzt gebracht werden. Ich weiß.